Hier in der prominenten Siedlung Schwelle Heide stehen wir jetzt vor dem Haus von Ralf Sögel, dem beliebten Komponisten von volkstümlichen Stimmungsliedern aller Art, der sich wie in jedem Jahr von der besonderen Atmosphäre des Heiligen Abends inspirieren lässt. Ja, ja, so ab und an, da kommt der Weihnachtsmann, Geschenke aus dem Sack, das geht zack, zack. Herr Sögel, könnten Sie mal aufmachen? Und wer nicht Hallo? Artig war, der kriegt, das ist doch klar, gleich mit der Rute, Mann auf die Stute und alle. Hallo, Herr Sögel. Macht er dir weg, kommt da draußen, ich hab Genehmigung bis 17.30 Uhr. Ach, Sie sind das. Ja, ich hab gedacht, das wäre schon wieder die Funkstreife. Ja, dann kommen Sie mal rein. Weihnachten bei Prominenten. Wir sind live auf Sendung, wollen mal wissen, wie verbringen Prominente das Weihnachtsfest? Ist nur eine kleine Umfrage, Herr Sögel. Ungefragt ist nicht gleich dumm gefragt. Drum hört ihr Leute, was Ralf Sögel euch so sagt. Ja, gerne. Also, wir möchten heute... Der Heiligabend im Radio, der macht die Menschen froh. Sehr schön. Herr Sögel, eigentlich wollten wir nur mal schnell wissen, was Sie heute an Weihnachten geschenkt bekommen haben. Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Oh, das ist schön. Herr Sögel. Bitte. Ein paar graue Pantoffeln fielen durch den Kamin. Grad gebracht von Knecht Ruprecht, der den Schlitten muss ziehen. Und Agathe, das Rentier, das steht schnaufend davor. Und alle Nikoläuse singen dann im Chor. Und aber jetzt mal alle zusammen hier, jawohl! Vorsicht, Herr Sögel! Ihr Tannenbaum! Meine Güte, es brennt! Schnell raus hier! Der Baum brennt, da freuen wir uns sehr. Und wenn die ganze Bude brennt, dann kommt die Feuerwehr. Ja, darauf wollen wir hier lieber nicht warten. Wir schauen dann gleich mal ein Haus weiter und geben vorerst zurück ins Funkhaus. Wenn dunkle Rauchschwaden durch die Wohnung wehen, wir führen den Rundfunk fritzen langsam zu.